So, das hier ist die Doppelvinyl, limitierte Erstauflage von Carajo, inklusive MP3-Download-Code. Noch verschweißt. A, B, C, D. Der Trick an der ersten Auflage ist, dass wir die gerade vor einer Woche noch hier hatten und tausendmal unterschrieben haben, um sie dann wieder zurückzuschicken und einschweißen zu lassen. Nee. Glaube, so ein ganz paar davon gibt es noch. Zweite Auflage ist dann nicht mehr unterschrieben. Muss ja irgendwie auch was Besonderes bleiben für die Leute, die zuerst da sind. So. Auch hier wieder ganz schöne Oberfläche, muss ich sagen. Hier im Mac auch noch eine dicke Farbe von Guido. Und ehrlich gesagt, 12-inch Vinyl, so ist ein Album eigentlich gemacht. Super. Hier wieder das Bild aus dem Cloudzill-Studio in Hamburg, wo wir mit den Aufnahmen angefangen haben. Und jede Nacht bis, ich weiß nicht, 4 Uhr zugange waren und echt ein Lied nach dem anderen rausgehauen haben. Es hat so einen Spaß gemacht. Hier genau da haben wir gemerkt, dass wir Songs schreiben auf Deutsch. Da haben wir das neue Blatt beim Alten mit dem Tim McElrath aufgenommen. Da haben wir gemerkt, ey, das macht ganz schön Bock, auf die Tube zu drücken. Lass mal weiterschreiben. So, hier ist die AB, boah, das ist geil. Jetzt kriege ich hier die Mühe raus, um es zu zerkratzen. Vier Songs. Schön schwere Qualität vom Vinyl. Seite C, Seite D. Keine CD da drin, sondern natürlich auch Vinyl. Jeweils auch die Texte auf den Sleeves. Im Solitary Man Logo auch mal drauf. Herrlich, sieht gut aus. Und das ist die Carajo Doppelvinyl. Kleiner Nachtrag: Natürlich war hier in der Seite vom Album auch noch der MP3 Download Code versteckt, um sich das ganze Album runterzuladen. Erstmal nicht umsonst habe ich hier gleich hier den Code im Bild. Aber damit seid ihr rundum ausgerüstet.